ihr habt viele Fragen gestellt, ihr wolltet dazu mehr erfahren. Eine Frage war unter anderem, wie aufwendig es denn überhaupt sei, eine virtuelle Messe aufzubauen und wie viel Vorlauf man dafür benötigt. Alex möchte mit uns heute eine Saalwette eingehen und er behauptet, dass er es schafft, heute innerhalb der nächsten Stunde eine komplette virtuelle Messe auf die Beine zu stellen. Und wie er das anstellen möchte, ich würde vorschlagen, dazu unterhalten wir uns gleich mal eben mit Alex. Hallo Alex, grüß dich. Hallo Wojtek. Schön, dass du heute mit dabei bist. Ich würde mal vorschlagen, vielleicht stellst du dich noch mal kurz mit ein, zwei Worten vor für unsere Zuschauer. Ja, gerne. Ich bin der Alex von CSI Foxbyte und ich bin bei uns für die Visualisierung zuständig. Und ich habe heute eine kleine Wette vorbereitet mit euch. Und zwar werde ich heute versuchen, einen Messestand aufzubauen in der Stunde. Okay. Einen kompletten interaktiven Messestand. Das klingt spannend und ich meine, du scheinst auch tatsächlich sehr, sehr sicher zu sein. Ich würde vorschlagen, wenn dir es gelingt, es in dieser Zeit zu schaffen, dann schnappst du dir am besten ein Bier aus unserem Kühlschrank. Und ich würde sagen, top, die Wette gilt. So, Alex, jetzt bin ich mal gespannt, wie weit du gekommen bist in der kurzen, knappen Zeit. Hast du uns schon was zu zeigen? Ja, natürlich. Ich habe schon mal einen Messestand reingeladen. Den habe ich schon mal ein bisschen angepasst und ich habe mir eine Storyline überlegt, quasi was wollen wir hiermit darstellen. Und ich habe den mit ein paar Objekten gefüllt. Wow, aber also ich muss schon sagen, also es sieht schon sehr, sehr nach einem Messestand aus. Wie ist das möglich? Also wie hast du es in der kurzen Zeit geschafft? Gut, dass du fragst. Das habe ich natürlich nicht aus dem Ärmel geschüttelt, sondern da nimmt man natürlich heutzutage Assets. Das sind fertige Objekte quasi, die man sich runterladen kann. Kann ich euch mal zeigen. Gibt es zum Beispiel hier auf so einer Webseite, wenn man dann nach Messestand sucht, gibt es buchstäblich hunderte von Auswahlmöglichkeiten. Und ich habe mir da jetzt mal einen ausgesucht und den runtergeladen. Ach, den bekommst du jetzt für $20 gekauft? Genau, in dem Fall, Wahnsinn. Der hat mir zugesagt, der hat schöne Elemente drin und den habe ich mir hier importiert quasi in meine 3D-Umgebung. Ich habe auch schon mal angefangen, ein kleines Thema heute zu setzen. Mhm, ich sehe schon, du hast dich inspirieren lassen. Genau. Und ja, wie du gerade gesehen hast, ich habe den Fußboden gerade noch eingerichtet und ich glaube, ich mache mal hier mit den Wänden weiter. Wie du siehst, es ist super einfach, da Materialien zu wechseln, also die Optik der Gegenstände zu variieren. In dem Fall habe ich mir hier ein Material erzeugt, quasi über eine Programmieroberfläche und kann hier Farbwerte einstellen und sämtliche Eigenschaften, wie sehr das Ganze glänzt oder ob es eine raue Oberfläche hat und so weiter. Und ja, der nächste Arbeitsschritt für mich ist jetzt, dass ich die ganzen Materialien zuweise, dass das Ganze realistisch aussieht. Und danach kümmere ich mich um eine Beleuchtung, dass es ein bisschen mehr Dramatik reinbekommt. Weil im Moment siehst du zum Beispiel hier, die Sitze sehen ziemlich flach aus. Und ja, das sind so die nächsten Schritte für mich. Okay, also wow, Hut ab. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du schon so weit bist, aber mir war es auch nicht bekannt, dass du ja tatsächlich eigentlich fertige Messestände für kleines Geld kaufen kannst online. Das bedeutet ja aber eigentlich, dass das ja, wahrscheinlich in der näheren Zukunft überhaupt nichts Besonderes mehr sein wird, einen virtuellen Messestand zu haben. Damit wird man sich ja nicht wahnsinnig abheben können. Ja, genau. Also unsere Idee ist hier natürlich jetzt, dass wir eine Interaktivität reinbringen. Ne? Dass wir sagen, klassischerweise haben wir einen physischen Messestand, den wir gescannt haben. Also quasi eine Punktewolke, die sich nicht mehr verändert. Und was wir hier bieten können, ist natürlich, dass ich sagen kann, die Farbe ändert sich, die Geometrie ändert sich. Ich kann nachher, vielleicht habe ich irgendwo eine Animation laufen oder eine andere Interaktivität. Und das ist natürlich super flexibel und das wollen wir euch heute zeigen. Also erstes Learning, ganz klar, man muss jetzt schon an Interaktion denken, an ein Gesamtkonzept. Offensichtlich kann man Messen einfach so mal im Netz kaufen, das ist jetzt keine Besonderheit mehr. Ich würde aber sagen, wir kommen gleich nochmal wieder. Ich bin gespannt, was du in der nächsten Zeit noch alles hinbekommst. Also ich bin jetzt schon praktisch fertig. Also ich kann euch das jetzt mal zeigen.
Und zwar habe ich jetzt hier als kleine Interaktivität eingebaut einen Film. Der läuft jetzt hier auf der Leinwand. Das habe ich jetzt auch nicht in 5 Minuten hergezaubert, sondern das ist auch ein fertiges Bausteinchen, was wir selber entwickelt haben und auf das wir zugreifen können. Das ist jetzt ein kleines Gimmick hier. Aber wir haben noch mehr eingebaut. Und zwar, wenn wir uns mal umschauen, gibt es jetzt hier einen Haufen Lichter, die die Szene deutlich schicker machen und auch entsprechende Reflexionen erzeugen. Und wir haben hier einen Lensflare-Effekt drin. Alles, was so ein bisschen Show macht. Und die Produkte, die wir natürlich hervorheben wollen, ins rechte Licht drücken. Also ich glaube, man kann eindeutig sagen, dass du die Wette gewonnen hast, Alex. Also ich bin schon echt beeindruckt. Habe ich dann irgendwie auch eine Interaktion im Messestand? Ja, also ist jetzt nichts Großes geworden, aber eine Kleinigkeit haben wir noch mit eingebaut in der Zeit. Eine Animation, die man hier auslösen kann. Mhm. Genau. Und ja, wir haben hier noch ein paar Geberit-Produkte gefunden in der Schnelle. Mhm. Die konnten wir auch noch platzieren. Mhm. Genau. Also könnte praktisch Geberit eigentlich fast schon deinen virtuellen Messestand nehmen, um die Produkte zu inszenieren. So sieht's aus, ja. Also tatsächlich muss ich sagen, Respekt, herzlichen Glückwunsch. Also die Wette hast du, glaube ich, eindeutig gewonnen. Das Bier hast du dir verdient. Für uns ist es wiederum spannend, natürlich dann zu überlegen, was das dann bedeutet. Also wenn der Alex in der Lage ist, das so schnell umzusetzen, dann heißt es, dass ein Unternehmen mit der richtigen Technologie, mit den richtigen Experten zur Hand relativ einfach einen virtuellen Messestand in der Form umgesetzt bekommt. Das heißt, auch das Thema Konzept, Idee, was verstehen wir unter einer virtuellen Messe, wie ist die Dramaturgie, wie ist das Storytelling, gewinnt ja dann doch enorm an Bedeutung. Denn es ist davon auszugehen, dass man sich mit einem virtuellen Messestand, wie er denn so in der Form aussieht, wahrscheinlich in der Zukunft gar nicht mehr abheben kann vom Wettbewerb. Und dazu möchten wir uns ein paar Gedanken machen und ein paar Thesen aufstellen und mit euch diskutieren.